It's like, they came with me to off space. He's the only human so far. Because of those talents, but I guess for him. Ja, na, hallo mal von unserer Seite. Wir sind von der IoT Austria. Wir sind ein ehrenamtlich tätiger Verein und wir legen auch großen Wert drauf, wir sind auch unabhängig und vor allem apolitisch. Wir sind relativ österreichweit aufgestellt, was man hier nicht sieht. Wir haben auch eine IoT-Gruppe zum Beispiel in Dresden, aber das ist jetzt mal hier die Österreich-Landkarte, die wir so zeigen. Wir haben im Prinzip folgende Ziele: Förderung des Internets der Dinge in Europa, das heißt im Prinzip IoT, klarerweise Internet of Things, ist für uns ein ganz großes Thema, das Kernthema des Vereins. Und das zweite Standbein, was wir haben, inhaltlich sind Open Source Lösungen anzubieten. Wir stellen immer wieder fest, jeder bastelt an einer Gartenbewässerungsanlage, Sonnenschutz, also das dritte Heizungssteuerung. Ich glaube, ihr kennt da 20 verschiedene Projekte, wo jeder genau das Gleiche macht. Und da ist halt unser Ansatz, wir haben das 100 Mal realisiert, bei uns ist es Open Source mäßig bei uns im GitHub eingecheckt. Wenn da irgendjemand irgendwas machen möchte in der Hinsicht, einfach mit uns Kontakt aufnehmen, bitte gerne die Files verwenden. Es ist schade, wenn jemand schon die Arbeit gemacht hat, warum das Rad nochmal neu erfinden. Und was uns ganz wichtig ist, ist auch der Slogan Connect, Share and Cooperate. Es geht uns darum, Leute zusammenzubringen, dass wir selber zusammenbringen, auch mit anderen Institutionen, mit Vereinen, mit Organisationen, mit Firmen, mit Menschen. Wir sind super offen bezüglich jeglichem Kontakt. Und uns geht es eben darum, beim Share auch dieses Wissen, das wir haben, das wir als Verein schon haben, auch wirklich weiterzugeben und dann auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwelche Projekte zu realisieren. Es gibt eigentlich kein Thema, wo nicht irgendjemand in unserem Netzwerk schon dran sitzt und arbeitet. Und neben diesem Hardware, also wirklich Low-Level-Technik-Fokus, den wir haben, ihr seht es bei uns oben am Stand, die ganzen Module, die wir jetzt, Bruchteil von den Modulen, die wir verwenden, ausgestellt. Wir haben auch Veranstaltungen, wo wir zu diesem übergeordneten Thema von Internet of Things referieren oder Referenten suchen, die Vorträge halten. Zum Beispiel, um euch ein Gespür zu geben, in welche Richtung wir arbeiten. Wir hatten den letzten Talk in Wien, also wie ihr merkt, ich bin aus Wien, hatten wir einen Vortragenden zum Thema städteübergreifende Funknetzwerke. Das war ein Kollege aus Bratislava, die das schon dort realisiert haben, der ein bisschen so über die Technik dahinter referiert hat und erzählt hat, wie das dort aufgebaut ist. Das zweite war dann ein Strahlenmediziner, den wir gesucht haben, der dann sich befasst mit dem Thema, was haben das für Auswirkungen eigentlich, diese ganze Elektrosmog, diese ganzen Strahlen, die wir so haben, auf den Menschen. Und der dritte Talk, den wir hatten in Wien, war dann ein Philosoph, der sich ausgelassen hat zum Thema, was bedeutet eigentlich diese Hyperkonnektivität, diese permanente Verbindung für die Menschen, für die Gesellschaft. Also was ich damit sagen möchte, ist, wir sind kein reiner Technikerverein, wir kommen aus der Technik, wir kommen aus der Open Source Domotics-Ecke, aber wir denken viel mehr und mittlerweile, ich glaube, im Newsletter haben wir, glaube ich, 3000 Leute, die wir mit unseren Newslettern erreichen. Also ist schon so, dass wir nicht ganz klein sind. Von den Veranstaltungen her, wir haben drei Konzepte. Das eine sind Talks, das sind im Prinzip so 20 Minuten Kurzvorträge, so Impulsvorträge, wo die Leute zu bestimmten Themen, also typischerweise bei uns in Wien sind es 4 Talks pro Abend, Informationen bekommen können. Dann haben wir Workshops, das ist dann wirklich ein Thema für einen Abend, wo dann wirklich ein Thema inhaltlich ausgeschlachtet wird und wirklich auch geübt werden kann, gelötet werden kann, programmiert werden kann unter Anleitung gemeinsam. Und das dritte, der dritte große Themenbereich, wo wir hinein wollen, ist eben das Thema Seminare, wo wir dann auch für Firmen entgeltlich anbieten, dass wir irgendwelche Inhouse-Schulungen machen zu egal welchem Thema. Wir haben ein extrem großes Expertennetzwerk und wenn irgendeine Firma irgendein Thema braucht, einfach zu uns kommen. Wir kommen auch gerne in die Firma und liefern dann Schulungen. So, wir haben typischerweise 1 bis 2 große Veranstaltungen in Österreich. Die letzte Veranstaltung war die Austrian IoT Day. Da hatten wir fast 1000 Teilnehmer. Und das war es eigentlich auch schon, was ich euch von unserer Seite her sagen wollte. Jetzt von der IoT Austria Seite her. Wir sind gerade massiv daran dabei zu expandieren. 2
Experten haben sich bereit erklärt, uns hier lokal zu unterstützen. Und Mario Christoph, wollt ihr euch kurz vorstellen? Ja, hallo von meiner Seite, ich bin der Mario Freis. Bin zusammen mit Christoph gerade dabei, dass wir die IoT Graz aufbauen. Könnt ihr dann auch gerne am Stand vorbeikommen. Wir haben jetzt am 12. Mai unsere erste Veranstaltung. Und es geht uns eigentlich darum, die lokale Szene ein bisschen Make-up-Bereich und das Industrie 4.0 und Smart Services zusammenzubringen. Und ja, wir freuen uns über jeden, der dazu was beitragen möchte und auch, was uns wichtig ist, eben, wie der Marco sagt, lokale Szene, wo wir kennenlernen und dann für die Plattform schaffen. Wir wissen beide aus unseren beruflichen Erfahrungen, wir haben sehr viele fähige und kompetente Leute in Graz sitzen, die aber alle in den Büros oder zu Hause festsitzen und mit den anderen Leuten in Graz einfach keinen Kontakt haben und Zeit haben. Das Problem mit einer ein weiterer Fokuspunkt, der liegt vor allem in Kooperationen mit lokalen Institutionen, sei es auf der anderen Seite TU Graz, FAU, Neum, FabLab und so weiter. Also einfach um diese Ressourcen, die wir lokal haben, zu vernetzen und einfach coole Dinge entstehen zu lassen. Ich glaube, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Und für weitere Fragen gerne jetzt im Anschluss. Sind wir am Start und zu flicken und jetzt. Gut. Danke. Bitte? Ja, wie gesagt, also IoT Graz ist vor ungefähr 2 Monaten geboren worden, kann man sagen. Ja. Und am 12. Mai gibt es jetzt die erste Veranstaltung im Spaceland. Und ja, Zulauf ist sehr gut. Nachdem begrenzte Teilnehmerzahl ist, auch entsprechend schnell anmelden. Und es wird dann so sein, dass das monatliches Format ist, wo man eben aktuelle Themen diskutiert, Schwerpunktabende macht, wo es auch darum geht, wenn man eine Projektidee hat, ja, eben zu vernetzen, wer hat in dem Bereich schon was getan oder wer interessiert sich für den Bereich, eben genau in die Richtung, sage ich mal, die Community ein bisschen stärker zu machen. Also wir wollen die 50. Bewässerungsanlage zusammenbauen und nicht jeder alleine in seinem Kammer sitzen und sich ärgert, dass das Ding verstopft ist. Ja, beziehungsweise es geht also um Themen wie, was für eine Bauteile verwende, ja, wo kriege ich die Bauteile günstig her, vielleicht gibt es andere Bezugspunkte, die man nicht kennt. Oder was für eine Bauteile sind vielleicht nicht qualifiziert für den und den Anwendungsbereich. Ja. Also einfach um der Erfahrung Genüge zu tragen, die sage ich mal im Gesamten gesammelt wird. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Vielleicht noch zur Info, wir haben oben am Stand oder Flyer auslegen in der nächsten Veranstaltung. Wie gesagt, 12. Mai, Spaceland Graz.